Kapitel 5 Der Lebensretter. Ich fand mich in einer Höhle wieder. Neben mir plätscherte Wasser von der Decke. Ein Sonnenstrahl fiel durch die Decke. Ich lag auf weichem Moos und war am Leben. Ich wusste nicht, wie das sein konnte. Das Letzte, an das ich mich erinnerte, war, dass ich zusammen mit Floin, Kydro, Pilatias und Nick Schosma von der Tohaido-Klippe gestürzt war. Meine Freunde, hoffentlich ging es ihnen auch gut. Ich wusste, ich müsse diese Höhle verlassen. Vielleicht brauchten sie meine Hilfe. Ich machte mich sofort auf und betrat den langen, dunklen Gang vor mir. Ich lief Stunde um Stunde durch die Finsternis. Es geschah nichts. Es gab keine Spur davon, dass ich bald einen Ausgang finden würde. Doch auf einmal begann es, um mich herum aufzuhellen. Es bildete sich eine bekannte Landschaft vor meinen Augen. Es war Silberdorf. Nicht das zerstörte Silberdorf von heute, sondern das gute alte Silberdorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ich sah mich selber in meinem alten Zuhause. Ich tat das, was ich in dieser Zeit am häufigsten tat, mich mit Hydropi streiten. Wir waren uns wegen irgendeiner nutzlosen Kleinigkeit uneinig und stritten wieder stundenlang darüber. Damals gab ich immer Hydropi Schuld an diesem Problem, aber wenn ich heute drüber nachdenke, sind wir eigentlich beide gleichermaßen dran schuld. Doch dieser Streit war etwas anderes. Ich erinnerte mich an ihn. Ich erinnerte mich, da er sehr bedeutend für meine Zukunft war. Nach einiger Zeit wurde es mir nämlich zu blöd und ich ging nach draußen. Wie ich es so gerne tat, wenn ich mich über Hydropie aufregte, ging ich durch den Zwielichtforst, um frische Luft zu schnappen. Eines Tages traf ich dabei sogar Nick Schosma. Sein Agent wurde ich jedoch erst, nachdem Latias von der dunklen Macht besessen wurde. Jedenfalls lief ich an diesem Tag wie so oft durch den Seelenwald, als ich in der Ferne, von dort, wo sich Necrosmas Basis befand, einen lauten Knall hörte. Dampfschwaden schwebten über der Lichtung. Ich machte mir Sorgen, Latias, die er gerade vor wenigen Tagen erst im Wald gefunden hatte, hätte irgendetwas angestellt und begab mich dorthin. Doch noch bevor ich ankam, hörte ich einen Busch neben mir rascheln, wobei Rascheln deutlich untertrieben war. Es war viel lauter, fast als würde gerade ein Riese durch den Busch gelaufen bekommen. Auf einmal sprang etwas aus ihm. Es wirkte wirklich fast wie ein Riese. Ich hatte so ein Wesen noch nie gesehen. Es schien auf der Flucht zu sein. Es sah ein bisschen aus wie ein Zoroark, doch es war viel zu groß, breit und merkwürdig gefärbt, um eins zu sein. Es sah aus wie ein Monster. Ich erschreckte mich, als es plötzlich auftauchte und stolperte nach hinten. Es bemerkte mich sofort. Es gab merkwürdige Laute von sich und kam immer näher. Es schien, als würde es angreifen wollen. Plötzlich sprang es auf mich zu. Ich schloss meine Augen und dachte kurz, es wäre mein Ende. Ich sah mein ganzes, kurzes Leben an mir vorbeiziehen. Doch als ich meine Augen wieder öffnete, war ich am Leben. Ich war unverletzt und befand mich immer noch im Zwielichtforst. Manche Haare des Monsters glühten und es ergriff die Flucht. Ich wusste nicht, wie ich gerettet wurde, bis mich eine Stimme hinter mir ansprach. Geht es dir gut? Hat dieses Ding dir etwas getan? Ich drehte mich um und sah ein Pokémon. Nein, zum Glück nicht. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich heiße Floink. Danke, dass du mich gerettet hast, Floink. Mein Name ist Bisasam. Bist du neu hier in der Gegend? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Er schien lange zu überlegen, was er antworten sollte. Nach fast einer Minute sagte er einfach kurz, ich komme nicht von hier. Es kam mir zwar etwas seltsam vor, doch ich wusste, dass ich ihm vertrauen konnte. Schließlich hatte er mir gerade erst das Leben gerettet. Wohnst du auch in Silberdorf? Diesmal gab er mir sogar eine Antwort, mit der ich etwas anfangen konnte. Ich wollte gerade dorthin reisen, aber ich habe mich hier im Wald verirrt. Weißt du zufällig den Weg? Natürlich zeigte ich den Weg. Und nachdem er nach Silberdorf gezogen war, sahen wir uns noch sehr oft. Wir haben schon damals so manches erlebt, aber das alles hat Hydropi in seinem Kapitel bereits erzählt. Seit diesem Tag waren wir unzertrennlich. Ich befand mich nun wieder in der Höhle und vor mir war ein einzelner weiterer Raum, vor allem Ausgang in den Silberwald. Doch ich ging noch nicht weiter. Ich dachte daran, was ich Floink alles zu verdanken habe. Seit Jahren ist er derjenige, an den ich mich immer wenden konnte. Immer, wenn ich in der Patsche saß, war er für mich da. Selbst in dieser dunklen,
und eigentlich hoffnungslosen Zeit hat er es geschafft, mir wieder Mut zu geben. Er hat eine Engelsgeduld und war nie aus der Ruhe zu bringen. Selbst wenn ich es darauf angelegt hätte, hätte ich mich nie mit ihm streiten können, da er einfach immer ruhig und sachlich blieb. Er brachte mir das Kämpfen bei. Er ist einfach mein Partner, an den ich mich immer wenden kann. Ich bin ihm wirklich einfach dankbar für alles, das er für mich tut. Ich frage mich jeden Tag aufs Neue, ob ich ihn überhaupt verdient habe. Ich habe oft das Gefühl, eigentlich kein guter Freund für ihn zu sein. Ich lasse immer nur meinen Frust an ihm aus, mache ihm Arbeit und bringe ihm Schmerzen. Ich habe mir damals so oft etwas vorgemacht, selbst in den schlimmsten... Ich habe ihm damals so oft etwas vorgemacht, selbst in den schlimmsten Situationen. Damals, als Hydropie unser Land verlassen hatte, war ich schuld daran, dass Floink sich nicht einmal von ihm verabschieden konnte. Ich hatte ihm die ganze Zeit etwas vorgemacht und ihn sogar niedergeschlagen, nur damit Necros meine Entführung simulieren konnte. Doch trotz allem, was ich ihm immer wieder und wieder antue, würde er alles für mich tun. Er vertraut mir aufs Wort, egal wie oft ich ihn schon angelogen habe. Er sorgt sich um mich, egal wie oft ich ihm schon Schaden zugefügt habe. Auch wenn Floink es nicht zugeben will, ich weiß, dass er sich nicht mal an seine Vergangenheit vor der Sache im Zwielichtfrost erinnern kann. Er kann mir nichts vormachen. Doch obwohl man meinen könnte, er hätte dadurch genug eigene Probleme, kümmert er sich immer noch mit um meine. Seit dem Tag, an dem ich ihn kennengelernt habe, gab es wirklich keine Schwierigkeit, bei der mir Floink nicht zur Seite gestanden hätte. Er ist ja sogar der Grund dafür, dass ich und Hydropie uns inzwischen zumindest okay verstehen. Ich möchte ihm einfach etwas zurückgeben. Er ist für jeden da, wenn er in Not ist, doch ich merke oft, dass ihn selber vieles plagt. Ich versuche immer, ihn dazu zu bringen, dass er mir davon erzählt, doch er behauptet immer nur, es wäre nichts Schlimmes. Floink opfert sich für uns alle auf und fügt sich damit selbst Schaden zu. Mir wurde all dies nun erst so richtig klar. Mein Entschluss stand fest. Ich würde Floink wiederfinden und ihm endlich zeigen, dass wir auch für ihn da sind. Er muss sich seinen Sorgen nicht alleine stellen. Ich werde ihm helfen, so wie er es jeden Tag für mich tut. Floink, ich weiß, irgendwann wirst du das hier auch lesen. Merke dir, dass ich immer für dich da bin und da sein werde. Selbst wenn das hier unser letztes Abenteuer sein sollte. Ich schritt endlich wieder voran und kam in einen Raum. Draußen glühte der Himmel immer noch in dunkelrot. Ich wollte gerade den Seelenwald betreten, der vor mir lag, als ich aus einer Ecke hinter mir ein seltsames Gemurmel hörte. In der Ecke kauerte ein Schatten. Als ich ihn ansprach, hörte er auf zu murmeln. Erst passierte nichts, dann schossen Wassersäulen aus dem Boden. Endlich trat er ans Licht. Hydropie griff mich an. Ich war zuerst wütend, da ich gedacht hatte, er hätte uns verraten. Doch als ich in seine Augen sah, bemerkte ich es. Das vor mir war nicht der Hydropie, den ich kannte. Etwas war in ihn gefahren, schlimmer als die dunkle Macht. Die Verzweiflung hatte sich in seinem Herzen ausgebreitet. Und nun musste ich ihn wieder zur Vernunft bringen.